Und zurück zu dir, Kenny. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blum? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blum-Gegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir nehmen am besten mal das Boot da hinten. Die quatschen eh wieder viel zu viel. Ist er enttarnt? Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blum an. Eine Bootsfahrt, die ist so lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Deswegen werde ich jetzt auf dieses wunderschöne Schnellboot gehen. Ich kann ihm eine bieten. Aufsitzen. Und dann werden wir mal losfahren. Lass mal kurz markieren, wo wir. Das ist sehr nah. Da hätte ich ja auch fast schwimmen können. Aber wir sind natürlich faul und einfach mal querfeldein rüber. Das geht fix. Die 500 Meter sollten fix geschafft sein. Wie oft habe ich jetzt fix gesagt? Egal. Dieses Gespräch hatten wir doch schon. Hallo Partner. Oder? Warum kriege ich denselben Anruf nochmal? Das ist so nervig. Das hatte ich doch in der letzten Aufnahme schon. Oh, wie nervig, dass sie das nicht hinkriegen. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsselt. Vor allen Dingen ist das Coolste. Ich fahre gerade hin. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTO. Ich renne. Er ist ein Pony. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Hoffentlich können wir ihn jetzt unterbrechen. Halt doch bloß den Rand. Er wird die schönen Daten nehmen so, und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich war. Pony. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Hacken, das ist ja schnell hier. Haben wir das Fenster geluschert? Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Hä? Es ist nicht sicher, dass er dort ist, entdeckt. Aber... Komm jetzt, Leute. Ein Anhaltspunkt. Was wird dort zurückgesetzt? Hinweis an Manager gesendet. Ja, konzentrier dich mal, Junge. Verdammt. Ich soll ihn jetzt wieder finden. Konzentrier dich. Na dann, gehen wir mal auf die Suche, wa? Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen. Du vielleicht? Da hinten, die könnte doch Geld haben. Die aber auch hier. Oder er? Was bist du? Ein Fechtsportexperte. Oh, danke für das Geld. Sehr schön. Oh, Alter, wie quatscht die denn, die Alte? Oh, da haben wir noch. Irgendwie. Okay. Das war aber nicht in anderen Angestellten suchen. Na toll. Du vielleicht? Gucken wir doch mal hier irgendwo in den anderen Ecken. Wir müssen irgendwo. Vielleicht ja bei der Pferdestatue? Statue! Wie das eine Statue ist. Aber hier ist er doch bestimmt gleich. Na, du nicht. Du siehst, sag ich doch. Jetzt haben wir das Passwort. Hat er gerade jawohl gesagt? Jawohl. Es ist schon klar, dass ich das jetzt machen soll. Jetzt wieder zu demselben Kasten zurück, oder? Ich gucke einfach mal. Ja, dachte ich mir doch. War gut, dass ich nicht zu schnell Q gedrückt habe, sonst hätte ich dieses scheiße Rohr da schon wieder gesprengt. Die sahen überhaupt nicht wie Helme aus. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Aha.
Und das erklärt auch, warum er... Uff, wo müssen wir jetzt wieder hin? Hoffentlich nicht zu weit. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Bitte nicht. Ich hole mir erstmal wieder ein Auto. Da vorne steht auch schon eins. Soll ich die Polle aktivieren? Nein, ich aktiviere sie nicht. Brauchen wir nicht. Quick, quick. Na, guck mal hier. Ein UPS. Dingens. Dingens ist auch gut, ne? Ich hätte mir natürlich auch die superschöne Chopper da gerade krallen können. Aber ich habe das weiße Gefährt hier und da. Will ich dann schon wieder hin? Gut. Dafür hätte ich mir vielleicht einen Jeep nehmen sollen. Ich glaube, ich fahre hier irgendwie gerade mit mir wieder einen Octopus zusammen. Klickt, Mensch. Sieht nach einer verlassenen So, jetzt müssen wir hier wieder rein. Wie kommen wir hier rein? Strom gibt es Wie auch Wie kommen wir hier rein? Kenny hat es hier sicher benutzt. Die Kamera? Kamera. Hallo, Kamera. Lift? Das war Lift. Bringt uns, glaube ich, jetzt noch nicht weit. Ich will den Lift jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, der bringt mich jetzt hier nicht weiter. Warte mal. Irgendwo muss doch hier... Ich bin schon wieder zu blind, um das zu sehen, ne? Oh Gott. Einmal gegen Stein rennen. Gunshot. Super. Da ist die Kamera. Oh, wieder fünfmal dran vorbei gerannt. Nur eine Kamera. Hier ist noch nichts. Und hier... Antenne. Mal benutzen. Okay. Jetzt verschieben wir das Teil hier. Benutzen. Ist da irgendwas? Keine Ahnung. Wo muss doch hier das Aufmachteil sein? Ich nehme mal eine andere Kamera. Nehme ich da mal irgendwie. Ist denn hier nicht irgendwo eine? Die ich da. Irgendwie bin ich schon wieder viel zu blind für die Scheiße hier. Ich nehme jetzt die. So. Ah, okay. Einriegeln, jetzt komme ich rein. So. Drin sind wir. Und jetzt muss ich nur noch die Station aktivieren, um auf die Daten zuzugreifen. So, wie aktiviere ich jetzt die Station? Okay, jetzt drehe ich hier die Satellitenschüssel, was anscheinend nicht mein Ziel ist. Ich renne hier wieder nur her und dann hier runter. Okay, das sieht logisch aus. Wo kommen wir hin? Oh, wieder was entriegeln. Da ist noch die Kamera wieder. Lass mich rein. So, da kommen wir jetzt noch nicht direkt dran, aber so. Und jetzt... Einmal entriegeln. Ja, und wie komme ich hier jetzt weiter? Ist doch auch wieder herrlich. Ja, jetzt muss ich wieder zusehen, wo ich lang renne. Sowas behindert es. Kann ich da lang rennen? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch alles zum Kotzen. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich hier am besten machen soll.
So. Jetzt weiß ich auch, ich musste kurz mal einen kleinen Sprung machen, um euch das alles mal so ein bisschen, ne? Nicht anzutun, wie ich hier rumirre die ganze Zeit. Ich habe das jetzt rausgefunden, was ich hier machen muss. Und, ja, jetzt kann es dann auch mal vorangehen. Eigentlich habe ich gerade, ich gucke jetzt gerade, ob ich das irgendwie drehen kann. Aber das geht, glaube ich, nur über diese Kack-Camera. Komme ich auch wieder nicht rein? Ich dachte gerade, ehrlich, ich hätte das jetzt irgendwie geschafft. Aber irgendwie kriege ich es anscheinend nicht hin. Ach was. Oh, da hinten sind jetzt die Treppen, der Steg jetzt zusammen. Und jetzt komme ich da ja hin. Also jetzt komme ich da ja irgendwie rüber. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie komme ich zu dem Steg? Wenn ich jetzt hier rüber will, geht nicht. Weil, ist nicht. Toll. Also, was machen wir da? Rüberspringen in den Tod? Ja, meine Freunde, das ist jetzt natürlich wieder die Frage. So ein Scheiß. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nochmal diese fucking Kamera benutzen hier. Und dann wieder die und mal gucken, ob ich von hier sehe, was ich genau machen kann. Nö, kann ich nicht. Ich komme da jetzt an dieses Teil ran. Ach was. Jetzt ist er auch entriegelt. Da muss ich erstmal natürlich die Teile zu drehen, damit die Kamera nicht mehr diesen Schlupfwinkel hatte. Mein Gott, heute ist das aber tricky hier. Runter. Und rein. Und hoch. So. Jetzt sind wir hier. Da muss ich, glaube ich, nichts mehr dran machen. So. Jetzt würde ich gerne die Antenne einmal drehen, aber das muss ich anscheinend über die Kamera machen. Und dann komme ich auch darüber. Und ja, jetzt ist hier kein Gang mehr. Gott, ich stelle mich schon wieder dämlich an. Ich möchte hier lang, ich möchte hier rauf, ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Warte mal, da hinten ist der Lift. Wenn ich jetzt die Antenne drehe, dann komme ich auch auf den Lift drauf. Polter die Polter. So, und dann fahren wir wieder runter. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch dahin, wo wir hinwollen. Schwupp. Und hier ist natürlich die Tür, die wir vorher geöffnet haben. Und was machen wir jetzt? Drauf schießen bringt wahrscheinlich nicht so viel. Mal den Gang hier lang gucken. Abgefangenes V-Log. Okay. Ich stecke mitten im feuchtesten Traum jedes Verschwörungstheoretikers. Ja, sorry. Das Hacken war mir gerade wichtiger als seine feuchten Träume. Das hat mich denn doch nicht so interessiert. So, und nu? Muss ich wohin? Ist doch schon wieder alles irgendwo Cheat-Kram hier. Ich könnte was sprengen. Gut. Okay. Das Sprengen war gewollt. Jetzt konnte ich wieder was entriegeln. Mal ein bisschen hier draußen lang. So, jetzt sind wir wieder hier vorne. Gut, ich nehme an, dass ich jetzt wieder durch den normalen Eingang, wo ich vorhin war, endlich da hinkomme, wo ich hin will. Und dann endlich den Apparat aktivieren kann, sage ich doch. Und geschafft. Geht doch. Hayden, super gemacht. Lade
Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das Einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Das wäre doch mal was. So, wir machen uns am besten gleich mal wieder auf den Weg dahin. Rubble the Cuts, mein Auto steht hier. Aber... falscher Knopf. Wo ist es? Da. Auch nicht weit. Ah, nehmen wir doch mal lieber das Moped. In der Hoffnung, dass ich natürlich mich nicht wieder in mein eigenes Leben bringe, indem ich auf ein zweirädriges Gefährt steige. Und ist es ja schon, Mensch. Mal ein Katzensprung. Okay. Ich habe an der übertrieben guten Beleuchtung gesehen, dass ich hier hin muss. Oh, wieder Geld. Oh, das war's nicht wert. Du bist da drin, dann komme ich mal dazu. Achtung! Achtung! Oh, geht schon los. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Saufen wir erstmal, oder was? Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Ach du Scheiße. Denk. Was jetzt, Trinkspieler, ja, oder was? Hör zu, mein Freund. Du fällst auf wie Omas Mieder an der Wäscheleine. Oh Gott. Was denn jetzt? Was? Wo sieht sie ein? Okay, leuchtet irgendwo ein, aber wo sieht es jetzt? Hast wohl gedacht, du könntest reinspazieren, als wäre das dein Laden? Okay. Noch ein Versuch, bitte. Okay, so klappt das. Na also, jetzt hast du den Rhythmus. Wenn man es erstmal weiß, dann geht das auch. Mein Gott, taumelt der rum. Nicht jeder trinkt gerne allein. Gott. Ich schon. Wie hart ist denn das Zeug? Der hat gerade mal zwei Schlucke getrunken und tänzelt schon so rum. Das ist mit der Maus kaum möglich, das richtig zu kursieren. Kursieren. Jetzt leide ich schon. Virtueller Alkoholgenuss kann auch zu Schäden führen. Die drei. Ach, verklickt. Stadtmenschen sind Energievampire, die saugen dich aus. Das, na du, ging doch. Bisher bin ich nicht beeindruckt. Mein Gott, wie viel Woll will der denn noch saufen hier? Dann gib mir noch mal einen, ja, ja. Gott, ich will gar nicht wissen, was das für ein Fusel ist. Stell mir mal hier mal einen ordentlichen Havana Club Cola hin, oder Cuba Libre. Ah, siehst du, bin auch schon voll. Oh Gott. Hörst du das? Wie es brummt? Und den noch. Und. Oh Gott, wieder so ein Ding. Oh, das reicht jetzt auch langsam, oder? Meinst du nicht? Alter. Ehrlich, nochmal. Ich bin gleich im Vollrausch.
wirst demnächst für Königstier. So drücke ich mich hier aber wie sonst was. Oh. So, Mensch. Jetzt reicht's aber langsam. Genug mit dem Trinkspielchen. Ich bin auch virtuell voll hier. Typ. Danke. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Okay. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Du schuldest dem Mann $100. Nanu? Eden, was lässt denn sich jetzt so vermöbeln von den paar Schlucken Alkohol hier? Jetzt krabbelt er ihm im Gesicht rum. Tja. Hallo, Ray. Sei nicht so verdammt. Mit dem Elektroschocker. Den machen nur Frauen bei sich, Mensch. Pussy. Es lädt. Oh. Ups, der hat was vor. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann's nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ja, dass ich ja nochmal beruhigt war. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Na, was will er jetzt? Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Und tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hä? Hier, ich zeig's dir. Mit seinen Dingern vor. Hallo? Passiert jetzt noch was? Wedelst du nur mit der Hand rum oder kommt da noch was? Ja, dann leg los. Bereit!
Achtung! Oh Gott, nee. Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow, rück die Knochen gerade. Okay. Probier's mal. Jetzt haben wir das Ding mal. Yeah. Naja. Das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Blum einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Pawnee-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. So, wieder eine neue Knifte. Oh Gott, ich glaube, mir fehlt da noch einiges am Waffenarsenal. Soll ich dir jetzt hinterher hier, oder? Mal gucken. Nein. Auf die Pferdereitkutsche wollte ich mich jetzt, glaube ich, nicht setzen. Wo muss man hin? Okay. Gut. Dann hier lang. Und doch hier hoch. Steht da schon ein Vehicle Bright. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Okay, da kommen wir nicht durch. Dann fahre ich halt außen rum. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Mann, Mann, Mann. Na, rüber und zack und. Ah. Pff. Tja. So läuft das. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich mich wieder überschlage. Ist aber zum Glück nicht passiert. Das sind aber viele. Die hier vorne du auch schon? Du machst es mir nicht leicht. Nee, das sieht aus wie Zivilisten. Das sehe ich mir genauer an. Okay, ich glaube, ich gehe schon wieder falsch an die Sache ran, aber einfach mal reingucken. Hi, okay, der sieht aus wie ein Feind. Der auch. Gut, nochmal kurz die Sache überdenken. Naja. Dann werden wir mal. Ja. Das war zu spät. Aber ihn haben wir auch noch, ne? Gut. Ist weg. Wir können ja jetzt die anderen folgen. Bekommen haben durften sie mich ja jetzt eh. Steht dahinter. Kann ich denn. Ich kann den leider nicht durchschießen. Das ist doch bloß irgendwie. Was ist das? Wellblech? Wie es überlebt hat. Ich sollte hier vielleicht eine andere Knifte geben. Boah. So. Dann werden wir mal die Typen aufmischen, wa? Headshot. So. Haben wir. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht alle umbringen. Da vorne ist schon die Karre. Oh, na gut, die kommen jetzt natürlich wieder. Oh, die Knifte ist scheiße. Ich kann ja hier nicht mit dem. So. Ach, wo denn? Typ, kannst du die jetzt mal anfangen, wo du schießt? Hier kommt hier keiner zur Hilfe. Was bist du da? Typ! Schreck mich an! Oh nein. Keiner kommt von der Liste runter! Ich
verpasst sind. So, da. Na. Nicht hinter Holz verstecken, wenn eine scharfe Waffe gestartet wird. Na, du rufst keine Verstärkung. Typ, komm her, komm her. Er bewegt sich. Oh Gott, ein Sniper. Alter. So, Sniper weg. Und ab in unser Taco Mexicano Mobil. Können wir den umfahren? Ah, oh, steiler Weg. Steiler Weg. Musst du fucking Sniper. Ja. Wehe, ich verrecke hier. Ich krieg eins. Ja, ich hab ihn. Sie sind da mir dran. Oh, ist so gut. Kommen die ganzen Spinner her? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Geben wir ihnen etwas Kunstunterricht. Haben ihn von der Straße! Ein Stückchen. Komm, hier, bei der Brücke können sie ihn nicht holen. Scharf rechts! Alter Typ, lass mich doch hier einfach lang fahren, Mensch. Ich hab nichts Besseres zu tun, als zu telefonieren hier. Du bist ein gefährlicher Mann, Tibor. Ich glaube, ich nehme doch etwas härtere Geschütze, Mensch. Ich bin schon wieder hier aufgeregt und explodiert, du Dreck. So, bist du? Ja, kein Bock auf eine andere Waffe zu switchen. Ich kill die auch so. Kann man dann alles Spaß haben? Wo rennst du denn hin? Findet ihn! Was ist denn? Ich hab ihn verloren! Hä? Wo ist er hin? Unten? Wo ist er? Put, put, put. Ist er jetzt baden gegangen oder was? Ja, scheint so. Würde ich schon mal fast sagen. Der ist doch hier irgendwo. Typ, komm raus, ich krieg die so oder so. Augen auf, ja, der ist clever. Das merkst du sehr früh. Wo bist denn du? Da unten! Jetzt haben wir ihn! Jetzt auf dem Explosion müsste hauen, oder? Noch mal grob runter. Ich krieg den Winkel nicht ganz hin. Das reicht nicht. Aber jetzt. Hi. Da unten verloren. Mission beendet. So. Dann, meine lieben Freunde, schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn ich euch zeige, wie man Watch Dogs nicht spielen sollte. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis dahin, euer Gunshot.